Wir sind heute auf dem Weg in den Süden und unsere erste Station ist die Teufelskrallen-Lodge, die ich euch jetzt vorstellen möchte. Wir sind ungefähr 2 Stunden von Windhoek gefahren, auf der Teerstraße in der Kalahari. Es sind 6 Tented Chalets und eine wahnsinnig schöne Landschaft. Und jetzt möchte ich euch dieses Tented Camp mal von innen zeigen. Kommt mal mit! Was wir jetzt hier haben, ist ein Tented Camp aus Canvas, ein richtig schöner Bungalow mit Flair. Wir haben hier Strom, wir haben einen kleinen Kühlschrank. Ganz toll ist natürlich die Aussicht. Wir haben den Sonnenuntergang im Westen, den Sonnenaufgang am nächsten Morgen im Osten. Ganz toller Blick. Dieter, zeig doch mal den tollen Blick hier. Genau. Und eine sehr, sehr schöne Veranda. Und ein ganz originelles Bad. Kommt doch mal mit. Hier unten der Blick. Der Parkplatz. Also wirklich offen, weit. Man ist für sich alleine. Man hat ein super tolles Ambiente. Badezimmer ist originell, weil es mit auch diesem klassischen Wellblech von Namibia gebaut ist. Hat eine super süße Waschschüssel, fließend heiß-kalt Wasser. Und was ich ganz, ganz toll finde, von der Toilette aus hat man einen super schönen Blick.